Hallo und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal Podologie und mehr. Ich bin Andrea und heute geht es um Diagnose Diabetes. Und was kommt dann? Ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, was Diabetes mit den Füßen zu tun hat. Nun ja, beim Diabetes gibt es Folgeerkrankungen, die schwerwiegende Auswirkungen haben auf die Füße. So, was ist Diabetes jetzt eigentlich? Diabetes ist eine Stoffwechselerkrankung, und zwar die Bauchspeicheldrüse, die das Insulin bildet. Also das Insulin ist ein Schlüssel quasi, der die Zelle aufsperrt, wo der Zucker aus dem Blut dann in die Zelle kommt und die Zelle dann mit Zucker versorgt, also mit Brennstoff dann. Wenn dieser Schlüssel nicht mehr ordentlich funktioniert, dann bleibt das Blutzucker im Blut. Und es kann nicht mehr in die Zelle. Es gibt verschiedene Typen von Diabetes. Typ 1 und Typ 2 sind die häufigsten. Typ 1 Diabetiker sind meistens Kinder und Jugendliche. Mittlerweile hat man auch festgestellt, dass auch ältere Personen Typ 1 bekommen können. Aber wirklich, die meisten haben wirklich Typ 2 Diabetes. Das ist der sogenannte Alterszucker. Der Diabetes 2 ist eine, ja, wie sagt man das so schön, eine Lifestyle-Erkrankung. Ja, und zwar Diabetes Typ 2 sind zwar die Anlagen dafür angeboren, ja, aber man kann ganz, ganz viel mit Ernährung machen. Wenn man sie wirklich gut hält, nicht zu viel Gewicht hat, Sport betreibt, sich gesund ernährt, ist das Ganze nicht so schlimm mit Typ 2 Diabetes. So, jetzt kommen wir mal zurück zu den Füßen. Eine Folgeerkrankung von Diabetes ist die sogenannte Polyneuropathie. Ist ein hübsches lateinisches Wort und bezeichnet, Poly heißt viel, Neuro sind die Nerven und Pathie ist eben die krankhafte Schädigung. Und bei dieser Polyneuropathie ist es so, dass die Nerven in den Füßen beginnen abzusterben oder nicht mehr so leitfähig sind, wie sie sein sollen. Das heißt, bei Diabetiker kann es vorkommen, dass sie Missempfindungen haben in den Füßen. Und diese Missempfindungen können von Kribbeln, vom Brennen, von Gefühl, wie wenn man auf Karton steht oder ob der Fuß in Watte ist. Natürlich führt das Ganze zu Gangunsicherheit bei den Diabetikern. Und das nächste Problem ist leider, wenn die Nerven natürlich nicht mehr diese Leitfähigkeit haben, was sie haben sollten, wird auch der Schmerz nicht mehr geleitet und das Wärme- und Kälteempfinden. Das heißt, wenn der Schmerz nicht mehr weitergeleitet wird, dann ja, tritt der Diabetiker auf was drauf. Eine Wunde ist dann am Fuß. Jeder Normale wird dann hinken und humpeln und gleich gucken, was da ist. Der Diabetiker eben nicht. Er läuft einfach weiter auf dieser Wunde rum. Ich habe es leider schon allzu oft gesehen, dass aus kleinen, wirklich kleinen Löchelchen wirklich teilweise riesige Wunden werden. Und diese Wunden, tja, bei nicht fachgerechter Versorgung nicht mehr zugehen und teilweise die Füße auch amputiert werden müssen. Und damit das nicht so weit kommt zur Amputation, ist eigentlich gedacht, dass der Podologe wirklich die Füße regelmäßig begutachtet, die Nägel schneidet, damit es kein Verletzungsrisiko gibt, wenn der Patient es selber macht. Und wenn jetzt irgendwelche Wunden im Entstehen sind oder irgendwelche Fremdkörper drin sind, kann der Podologe gleich sagen, da ist was drinnen oder hier gehen wir in die Fußambulanz, lassen wir gucken oder geht es am Wundmanager. Hier ist eine Wunde, das gehört ordentlich versorgt. Bei uns Podologen ist eigentlich ein großes Überschrift. Wir sind mit dem Arzt, sollen wir eigentlich die Amputationsrate senken. Und zwar die, Minor ist klein und Major ist große Amputation. Also wir sollten eigentlich alle Amputationsarten verringern. Also Minor heißt quasi ein Zeh weg, der Vorfuß weg. Major, die großen Amputationen sind jetzt unterhalb von Knie und der Oberschenkel eben. Ja, passiert leider noch allzu häufig.
Ja, Diabetes ist leider eine schleichende Erkrankung, das heißt, die tut nicht weh. Jeder, der Diabetes hat, wird mir zustimmen, man kümmert sich nicht wirklich drum, wenn es nicht weh tut. Ja. Und da sind wir aber ein riesiges Problem, was eben bei vielen Diabetikern ist. Die nehmen zwar fleißig ihre Tablettchen, aber sie kontrollieren den Diabetes, also die tägliche Messung oder die Messung alle 3 Monate beim Arzt, vernachlässigen manche sehr. Viele Diabetiker werden viel zu spät diagnostiziert. Sie haben schon Folgeerkrankungen und natürlich, wenn die Therapie dann beginnt und der Blutzuckerspiegel wirklich auf ein Level ist, wo er hingehört, zum Beispiel der tägliche Zucker, also 2 Stunden nach dem Essen, sollte einen Rahmen haben von 110 bis 140. Und der Langzeitzuckerwert sollte in einem Rahmen von weniger als 6,5 liegen, das wäre schon das Optimum, aber viele sind mit 6,5 bis 7,5 eingestellt. Das sind die Werte, was der Arzt eben vom Blut nimmt, das ist der sogenannte Langzeitzuckerwert, da wird der HbA1c-Wert im Blut gemessen. Das ist eine Untergruppe der roten Blutkörperchen, wo quasi das Zuckermolekül am roten Blutkörperchen anhaftet und dann entsteht dieser HbA1c. Und umso mehr dieser kleinen Zuckermoleküle am Blutteilchen eben anhaften, umso höher ist dieser HbA1c-Wert. Natürlich ein hoher HbA1c-Wert heißt auch, es ist mehr Zucker drinnen, der was eigentlich in den Zellen sein sollte und nicht im Blut rumschwimmen. Diabetiker sind auch prädestiniert dafür, dass sie Herz-Kreislauf-Erkrankungen kriegen, eben durch zu viel Blutzucker. Wer in der Familie Diabetes hat, sollte wirklich regelmäßig zur Blutkontrolle gehen, eben diesen HbA1c-Wert kontrollieren lassen und natürlich auf die Ernährung achten, Sport treiben. Gut, Sport ist ein bisschen hart ausgesprochen. Man kann es auch nennen gesteigerte Alltagsbewegung. Das heißt, anstatt den Lift nehmen, die Treppen, nicht alles mit dem Auto fahren. Ja, so Kleinigkeiten, die was eben schon mehr Bewegung sind, ist alles positiv für den Blutzuckerspiegel. Kurz zu den Zahlen. Diabetes ist keine seltene Erkrankung. Es gibt in Deutschland aktuell über 6 Millionen erkrankte Diabetiker, Typ 1 und Typ 2. Und es werden wirklich jährlich 300.000 Diabetiker mehr. Na gut, es gibt auch eine Dunkelziffer, natürlich, die liegt so Pi mal Daumen bei 2 Millionen. Wenn man das Ganze hochrechnet, hat man in etlichen Jahren einen ordentlichen Backen, was an Diabetiker da ist, die wir Podologen auch mitversorgen sollten, damit das eben diese Amputationsrate sinkt. Es ist natürlich nicht toll, wenn man zuerst einen Zeh verliert und dann einen Vorfuß und dann geht es leider oft weiter. Und der Podologe guckt eben, dass das nicht passiert. Die Folgeerkrankungen vom Diabetes sind nicht nur die Polyneuropathie und die Angiopathie, es gibt auch noch die Retinopathie und die Nephropathie. Die Retinopathie ist das Erblinden durch Diabetes und die Nephropathie ist die Nierenschädigung. Was soll jetzt einer machen, der was gerade eben die Diagnose gekriegt hat, Diabetes. Was ganz, ganz wichtig ist, Ernährung umstellen und gesteigerte Alltagsbewegung machen. Abnehmen, wer natürlich zu viel auf den Rippen hat. Gut, aber das sagt eh fast jeder, wenn man ein bisschen beleibter ist. So, was kann er noch machen? Er sollte wirklich vierteljährlich zum Diabetologen den HbA1c-Wert überprüfen lassen. Er soll auch zum Nierenarzt gehen oder zum Hausarzt und die Nierenwerte überprüfen lassen. Mindestens einmal im Jahr sollte man zum Optiker gehen, also zum Augenarzt, damit dass man diese Retinopathie kontrollieren lässt, ob schon irgendwelche Schädigungen da sind oder noch nicht. Umso besser man sich um seinen Diabetes kümmert, umso länger dauert es, bis dass man diese Folgeerkrankungen kriegt. Umso weiter kann man das noch hinten schieben. Es gibt sogar welche, die nie Folgeerkrankungen kriegen, weil es eben
so weit ihren Diabetes gut eingestellt haben und damit auch gut zurechtkommen. Ja, habt ihr noch Fragen? Einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Hier geht es natürlich weiter zum nächsten Video. Abonnieren und Glocke klicken nicht vergessen. Und um Diabetes gibt es bestimmt in der Folge noch mehrere Videos. Und wir sehen uns bestimmt im nächsten Video. Eure Andrea. Tschüss.